So, und damit willkommen zu einem neuen kleines Projekt, Vorstellungsprojekt, Whateverest. Und zwar Overwatch, mal wieder ein Spiel aus dem Hause Blizzard. Wie viel das Spielchen kosten wird, etc. pp., habe ich gerade nicht auf dem Schirm. Und ich persönlich bin kein großer Fan solcher Spiele eigentlich. Aber hey, es ist aus dem Hause Blizzard, es ist momentan Open Beta, da kann ich so ein paar Minütchen und ein bisschen Zeit rein investieren und euch das mal vorstellen, das Spielchen. Und wenn man sich das Spiel frisch installiert hat, dann beginnt man mit dem Training, und zwar dem Tutorial normalerweise. Es ist ein Shooter, der erste Shooter aus dem Hause Blizzard meines Wissens. Und alle drei Parts hier, die sollte man vorher abgeschlossen haben, wenn man sich mit Shootern noch gar nicht auseinandergesetzt hat. Und selbst wenn, damit man so ein bisschen die grundlegende Steuerung kennenlernt, ist es trotzdem empfehlenswert. Jetzt starten wir das Tutorial und schauen uns mal an. Anfangen tut man mit Soldier 67. Ich habe aber eigentlich Tracer ausgesucht. Jetzt, mittlerweile, so heldenwechselmäßig. Guten Tag, Soldier 76. Ah. Ich bin Athena. Ich werde Sie durch das Overwatch-Trainingsprogramm führen. So, wo steckt sie nur? Gute Frage. Wartet auf mich! Hiya, Tracer hier! Fangen wir an. Bitte behalten Sie mit Ihrer Steuerung Tracer im Blick, während sie den Raum durchquert. Es läuft allgemein relativ flüssig. Großartig. Und da war es nur im Blick behalten müssen, da hätten wir noch niemals groß die Maus bewegen müssen. Wir hätten einfach nur so lassen müssen. Wir hätten sie ja trotzdem noch im Blick gehabt. Hier bin ich. Fangen wir mit den grundlegenden Bewegungen an. Also Sie können sich vor- und rückwärts bewegen, so ohne wie Ihren es. Blickwinkel zu ändern. So, standardmäßig WASD. Nach rechts und links sind Das sind die möglich. Bewegungstasten. Folgen Sie Tracer auf Ihrem Weg durch den Hangar. In sowas wie WoW zum Beispiel ist man es gewohnt, über Q und E noch seitlich Folgen laufen Sie zu weiter, können. Tracer. Geht hier aber nicht. Folgen Sie Tracer weiterhin. Ausgezeichnet. Springen Sie auf den Vorsprung und die treten Leertaste Sie durch standardmäßig. Die Schleuse. Auch relativ einfach. Bye. Sie befinden sich jetzt im Schießstand. Tracer ist schneller weg, als Sie wir den gucken können. markierten Bereich. Ja, das Tutorial hier, das habe ich schon gemacht gehabt, deswegen kann ich da noch ein bisschen quatschen. Beginnen wir mit den Kampfgrundlagen. Ihr Porträt wird Ihnen unten links angezeigt. Das sind Sie, Soldier 76. Daneben sehen Sie Ihre aktuellen Trefferpunkte. Fallen diese auf Null, sterben Sie. Ihr schweres Impulsgewehr ist Ihre Primärwaffe. Sehen wir mal, worauf wir Sie schießen lassen können. Schießen! Sie zielen mit dem Fadenkreuz in der Mitte Ihres Bildschirms. Bewegen Sie es über den Trainingsbot und feuern Sie dann. Gute Arbeit! Sie können einem nahen Ziel auch mit einem Nahkampfangriff ja, so zusetzen. Nicht. Schließen Sie zum Trainingsbot auf und führen Sie einen Nahkampfangriff aus. Ihre Gegner im Feld könnten etwas schwerer zu treffen sein als dieser. Wird man wahrscheinlich ich im Game auch Sie nie ein sehen. Paar Gegner an, die eine größere Herausforderung darstellen dürfen. Ja, wie größere zum Herausforderung, diese einfach nur weil sie sich bewegen. Mit einer roten Umrandung dargestellt. Sobald Gegner Schaden erleiden, werden über ihren Kopf ihre Trefferpunkte eingeblendet. Ja. Die meisten Bleib Waffen da. Verfügen nur über begrenzte Munition. So, dich will ich auch noch platt machen. Bleib da. Danke. Nun kennen Sie die Grundfunktion Ihrer Waffe. Als nächstes sehen wir uns Ihre Fähigkeiten an. Beginnen wir mit Sprint. Bitte, während Sie sich vorwärts bewegen, können ja. Sie Sprint aktivieren, um schneller zu laufen. Probieren Sie es jetzt aus. Drücke L während zum Springen. Das ist sowas Sie von Ihre Waffe verwirrend. Nicht abfeuern. Und ganz ehrlich, drückt einfach die linke Tab-Taste. Dann funktioniert das auch. Zusätzlich zu Sprint können ich musste Sie selber mit dem nachgucken, weil ich biotischen nicht Feld gefunden habe. Selbst heilen. Für diese Demonstration muss ich Ihnen eine leichte Wunde zufügen. 200 Leben. Leichte Wunde. Bauen Sie jetzt 75. Ein biotisches Feld auf.
Solange sie sich im leuchtenden Bereich aufhalten, so viel zum Thema leichte Wunde, nicht? Die Fähigkeit kann allerdings erst nach einer kurzen Wartezeit erneut eingesetzt werden. Ja, ist gut. Diese Abklingzeit wird auf dem Fähigkeitssymbol angezeigt. Ja, sieht man unten recht sehr, sehr schön. Ihr Gewehr ist auch mit Helix-Raketen ausgestattet. Sie können eine Raketensalve in Zielrichtung abfeuern. Ja! Wenn die Raketen explodieren, fügen sie auch umstehenden Gegnern Schaden zu. Probieren Sie es bei den Zielen aus. Pass auf, schön in die Mitte. Mal gucken, was alles weggesprengt wird. Jetzt könnt ihr Wetten absetzen. Habt ihr damit gerechnet? Kommen wir schließlich zum taktischen Visier, Ihrer ultimativen Fähigkeit. Diese mächtigen Fähigkeiten können den Verlauf eines Spiels ändern. Vor Ihrem Einsatz müssen Sie jedoch vollständig aufgeladen werden. Bingo! Ihr aktueller Ladestand wird hier am unteren Bildschirmrand angezeigt. Fügen Sie den Trainingsbots Schaden zu, um Ihr taktisches Visier aufzuladen. Ja gut, da sind keine Trainingsbots. Da ist einer. Ihre ultimative Fähigkeit ist zu 50% aufgeladen. Ihre ultimative Fähigkeit ist fast vollständig aufgeladen. Ja, aber leider noch fast. Taktisches Visier ist aufgeladen. So. Das taktische Visier optimiert Ihre Zielfindung, und das sodass ist auch Ihre Schüsse nie das Ziel verfehlen. QE. Aktivieren Sie auf jetzt I soll taktisches sein. Visier und zerstören Sie die Trainingsbots. Nee, cool. Doch, ich hab dich im Visier. Da einfach nur in der Nähe sein und der trifft automatisch. Ihr müsst dann noch nicht mal mehr genau zielen, das ist die Ulti bei ihm. Ich hab dich im Visier. Alle Ziele zerstört. Gute Arbeit, Soldier 76. In der letzten Phase des Trainingsprogramms werden Sie einen Zielpunkt einnehmen. Der aktuelle Zielpunkt wird durch die Richtungsmarkierung A hervorgehoben. Gehen da Sie auf, seht ihr am Bildschirmrand auch so die Richtung, damit man weiß, in welche Richtung man laufen muss, was ich sehr, sehr nice finde. Jetzt bin der ich mal gespannt, ob wir hier einfach überlaufen können. Jo, das habe ich nämlich beim ersten Versuch nicht probiert. Erobern Sie ihn nach und nach. Ihr aktueller Fortschritt wird hier auf dem Bildschirm angezeigt. Jo, in der Mitte so ziemlich. Wenn sich gleichzeitig Gegner im Bereich aufhalten, wird die Einnahme unterbrochen. Sie haben den Zielpunkt erfolgreich angenommen. Sie können nun das Tutorial wiederholen, ein Trainingsmatch gegen die KI starten oder gegen andere Spieler antreten. Ja, gegen andere Spieler werden wir jetzt momentan noch nicht antreten. Weil wegen im Training gibt es den Trainingsbereich. Den möchte ich euch auch gerne zeigen. Genauso wie das Probematch, also das ganze vorgeplänkel in Anführungsstrichen. Winston, wähle einen Helden im Trainingsbereich. Wählen wir mal. Wo ist der Soldier? Nö, Tracer. Die kennen wir aus HOTS. Ich habe sie noch nie in HOTS gespielt, aber schon tausendmal den Gegner gehabt. Cheers, Love! Die Kavallerie ist da! H drücken, um Helden zu wechseln. So, zack, zack. Yeah! Ui! Sollte ich da nicht hin? Als ob wir da nicht hätten hingedurft. Okay, man lernt ja nie aus. Ja,
Tracer braucht halt alles komplett, um sie auch wieder aufzuladen. Zack, über den Zeitsprung wieder zurück. Verbündet. Gibt es hier eigentlich eine Übersetzung? Ah, da, Medipay. Aber es kommt mir nicht so vor, als ob es eine richtige Zielsetzung hier gibt. Zumindest wurde mir nichts angezeigt. Ah, da, guck mal. Den können wir jetzt auseinandernehmen. Trainingsboot eliminiert. So, das sind Freunde. Das ist Futter. Auf der Entfernung kann man also auch. Schön. Ach nein, das ist ein Verbündeter gewesen und auf den ich geschossen habe. Toll. Hier kann man wirklich so ein bisschen trainieren. An sich eine schöne Variante, aber keine wirkliche Vorgabe. Match verlassen. Yep. Wir trainieren weiter und dann Training gegen die KI. Das habe ich noch nicht gemacht. Das könnte ein bisschen herausfordernder für mich werden. Unterwegs zu Route 66. Route 66. Wer kennt sie nicht? Bei den Amis. Muss ich mir jetzt hier so Helden vorher aussuchen? Ach so, das bin ich. Jetzt muss ich mir aussuchen, mit wem ich da spielen möchte. Ja, ich nehme Tracer. Cheers, Love. Die Kavallerie ist da. Drücke, um zu sprechen. 6 Spieler, okay, keine Ahnung. F befreien. Ist jetzt unser Ziel scheinbar. Nee, begleiten. Durchschreitet die Iris. Ich begleite die Fracht. Halten wir sie in Bewegung. Erstmal hier weg. Oh. Ich habe keine Ahnung, was ich hier treibe, ehrlich gesagt. Relativ einfach, wa? Hm. Okay. Highlight des Spiels. Ja, ist okay. Dann hat er halt das Highlight des Spiels. Ja, schön reingehauen. Haben wir denn irgendwas gebracht?
Kill Assists. Nö. Chemie, Chemie, Chemie. 1, 2, 3, 4. Also wir haben eigentlich so gar nichts gebracht. Eliminierung. Okay. Fortschritt Kills. Zeitfortschritt. Ja, ja. Kein Tod. Verursachte Heilung. Natürlich nicht bei Tracer. Ja, 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 ja. Ankunft am Watchpoint Gibraltar. Ja, und die Tipps, das ist so Standard beim Hause Blizzard. Watchpoint Gibraltar. Beziehen Sie Verteidigungsstellung. Nein, ich will gar nicht mehr trainieren, eigentlich so. Was? Lootbox? Verlassen, wenn du deine Lootboxen öffnest, bist du sicher, ja. Was ist eine Lootbox? Cool. Lootbox öffnen. Ein Emote. Ein Spray. Noch ein Spray. Noch ein Spray. Okay. Escape. Du hast nur Lootboxen zurück. Karriere? Ja. Ich werde mich da so mit der Zeit ein bisschen einarbeiten müssen. Und im nächsten Part, den hau ich direkt hinterher. Heldengalerie. Ja. Ausrüsten. Kann man also so ein bisschen was freischalten auch. Schön, schön. Emotes. Ach, die Sprüche und so weiter kann man alle freischalten. Die Leute als solches hat man schon. Zumindest jetzt in der Open Beta. Ob das hinterher auch so sein wird? Ich gehe immer davon aus, weil es einen Festpreis gibt fürs Spiel. Naja. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Mitangucken meines Reinschnupperns in Overwatch. Und ein Part drehe ich auf jeden Fall noch ab, eventuell noch ein paar mehr, wo ich dann so normale Spiele treiben werde gegen richtige Gegner. Und gucken, ob der Fun-Faktor bestehen bleibt, nachlässt oder whatever ist. Hinterlasst mir doch einfach mal ein paar Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet, ob ihr schon Erfahrungen damit gesammelt habt. Wie gesagt, Open Beta, ihr könnt es auch antesten. Und bis zum 19.05. geht die Open Beta leider nur noch. Deswegen werde ich auch direkt am Aufnahmetag dieses Video auch hochladen. Genau. Und ich hoffe, ihr seid dann bei den anderen Videos von meinen stümperhaften Versuchen mit dabei. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.